Vorgestellt wird die Kraftverstärkerröhre RE604 von Telefunken bzw. der Vergleichstyp LA186 der Radio Löwe AG. Der Begriff Kraftverstärker stammt noch aus der Anfangszeit der Radiotechnik und bezeichnete die Röhre, die praktisch den Lautsprecher betreibt. Diese wurde später auch Lautsprecherröhre genannt. Die RE604 ist der Vorgänger der AD1 und wird mit 3,8 Volt bei 3,8 bis 4 Volt geheizt, bei 0,65 Ampere Heizstrom mit maximal 200 Volt Anodenspannung und maximal 12 Watt Verlustleistung bzw. Anodenbelastung, Entschuldigung. Der Verstärkungsfaktor ist 3,5. Charakteristisch an der RE604 war, dass in der Anode ein Ring eingestanzt war. Diese Stanzung soll verhindern, dass die Anode zu sehr schwingt und somit das Signal verfälscht. Leider auch die Reflexionen, das alte Problem. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, wie ich die Röhre halte, wo das ist die Hände drauf. Sehr gut zu erkennen ist hier auch die Getup-Pfanne. Das ist das silbrige Teil ganz oben. Die Getup-Pfanne wird induktiv erhitzt und erzeugt dann den sogenannten charakteristischen Getterspiegel. Das Getter absorbiert Sauerstoff und andere Gase, die während des Betriebs der Röhre freigesetzt werden durch Ausgasung der Metalle. Die weiße Beschichtung ist auch Magnesium. Dieses wird ebenfalls als Gettermaterial eingesetzt. Ähnlich wie bei der LA186. Auch hier ist das charakteristische Magnesium zu erkennen. Aber besonders sticht ins Auge, dass die Anode sehr groß ist. Und zwar so groß, dass sie schief in das Röhrensystem eingebaut wurde. So, jetzt prüfen wir die beiden Röhren mal. Prüfdaten sind Anode 250 Volt, Steuergitter minus 45 Volt und Sollwert ist 40 Milliampere. So, dann stellen wir mal die Daten ein, wie beim Neuberger. Volt Heizung. Volt. Steuergitter und 250 Volt Anode. Gehen wir mal durch die Prüfung.
So regeln die Spannungen wieder etwas nach, weil der Neuberger muss ja nachgeregelt werden. Also 4 Volt Heizung. 45 Volt stimmt. Und Anode ist wieder ein bisschen zu tief. So, jetzt haben wir knapp 38 Milliampere Anodenstrom. Sie soll haben 40. Also die Röhre ist somit im sehr guten Bereich. Jetzt machen wir dasselbe nochmal für die Telefunken. Einhändig immer so eine Sache für sich. Aber den Witz mit dem USB der 30er Jahre habe ich schon gemacht. So, dann aufheizen, Spannung kontrollieren. Die Anode nachregeln. Die Röhre hat knapp 32,5 mA Anodenstrom. Das ist nicht ganz korrekt, weil die Steuergitter ist nicht ganz richtig eingestellt. Das nervt beim Neuberger ein bisschen. 45. 50 und 32 Milliampere. Neuer wird es nicht. Also auch mit 32 Milliampere ist die Röhre noch im guten Bereich.